Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, war ich die letzten Wochen ein bisschen krank. Und zwar die letzten 4 Wochen. Es war echt anstrengend. Jetzt geht es mir besser, langsam. Diese Woche schone ich mich noch mit Sport. Ab nächster Woche geht es dann wieder voll los. Aber weil ich nicht einfach zu Hause sitzen wollte und ein Video aufnehmen wollte und ich dafür gar keine Zeit habe, nehme ich euch heute mit durch den Tag und beantworte eure Fragen vom Q&A. Mal was anderes. Viel Spaß beim Video. So. Frage Nummer 1, die ihr gestellt habt, die kam tatsächlich öfter mal, war, wie oft fährst du so in den Bikepark? Und das ist tatsächlich diese Saison gar nicht so oft gewesen. 2022 war ich wirklich viel im Bikepark und dieses Jahr war das irgendwie nicht so viel. Ich musste auch dieses Jahr wesentlich mehr arbeiten als letztes Jahr und war deswegen einfach ja viel, viel mehr angebunden. Das ändert sich auch irgendwie nicht bis Ende diesen Jahres. Ich versuche im Moment einen Tag die Woche zum Beispiel frei zu schaufeln, um halt auch ordentlich Content zu machen. Mir fehlt extrem die Zeit, Content zu machen und vor allem, da gehört ja richtig viel zu. Also wenn ihr da mal so ein Behind-the-Scenes-Video haben wollt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Würde ich euch gerne machen. Aber so dieses Jahr, vielleicht so 1-2 Mal im Monat, war es Bikeparkfahren. I'm gonna tell you that I love you 100 times a day, yeah. You'll get tired of my voice, that's how much. So Leute, Meeting fertig. Wir hatten gerade Abschlussveranstaltung sozusagen von einem Projekt. Das ging jetzt 2 Jahre, digitale Jugendarbeit. Jugendarbeit digital, Judy. Und ja, ich gehe jetzt weiter zum nächsten Job, aber beantworte die nächste Frage. Tipps für die Offseason. Leute, mein bester Tipp aktuell ist, fahrt einfach woanders hin. Das Wetter, Katastrophe. Wenn ihr aber nicht die Möglichkeit habt, wie ich, schafft euch gute Klamotten zu, die das Leben leichter machen. So, für mich geht es jetzt weiter nach Herkenrath unterrichten. Ab geht's. So Leute, wir sind nächsten Station angekommen und es ist Zeit für eine neue Frage. Und zwar, Dennis hat gefragt, was möchte ich als nächstes auf dem Bike lernen? Ich habe da tatsächlich gar nichts Bestimmtes aktuell. Ich würde einfach gerne mal wieder Fahrrad fahren, weil ich jetzt einfach 4 Wochen krank war. Kaum Fahrrad gefahren bin. Und ich würde einfach gerne wieder aufs Bike. Einfach mal gucken, wie sich das alles so anfühlt. Ich hoffe, ich finde ein paar schöne Trails für die Off-Season und ich habe da im Moment gar nicht so krasse Ambitionen, weil ich einfach mal wieder Bock habe, ganz normal Fahrrad zu fahren. Wenn ich aber jetzt so ein bisschen in die Zukunft denke, dann würde ich sagen, es ist so, ja, mehr Kontrolle über das Fahrrad haben. Also einfach mehr Kontrolle, sowohl beim Springen als auch beim technischen Fahren, als auch beim schnellen Fahren, bei allem einfach mehr Kontrolle. So, ich gehe los, muss einen Schlüssel für die Halle holen, dann geht's weiter. Ich melde mich gleich bei euch. So Leute, wir sind jetzt zurück. Hier ist immer Stau, wenn Schule aus ist. Weil einfach alle Kinder abgeholt werden. Ich wurde damals auf jeden Fall eher nicht abgeholt. Ich wurde immer nur zur Schule gebracht und abgeholt, wenn eine Prüfung war oder so. Dann durfte ich, wurde ich gefahren. Das war immer ein Luxus. So Leute, die
letzte und wichtigste Frage meiner Meinung nach ist, was sind meine Pläne nächstes Jahr? Ich habe einige Ziele. Dazu werde ich auch auf jeden Fall nochmal ein einzelnes Video machen, weil das einfach ein zu großes Thema ist. Aber ich kann euch schon mal vorweg sagen, ich möchte auf jeden Fall den Content verändern auf YouTube. Das ist mir wichtig. Ich möchte versuchen, ein paar neue Orte zu sehen nächstes Jahr. Auch ein paar alte wieder besuchen, wie zum Beispiel Saalbach. Ich liebe einfach Saalbach. Einfach mega schön da. Auch Schladming würde ich gerne nochmal hin. Ansonsten Ziele für nächstes Jahr sind nochmal richtig gut in Shape kommen. Ich möchte nochmal richtig fit werden, gesund, Energie, auch beim Mountainbike natürlich weiterkommen, aber auch so ein paar andere Sachen. Also ich mache immer so am Anfang des Jahres so einen Plan von Zielen, die ich gerne erreichen möchte. Und am Ende des Jahres, also jetzt bald, checke ich die. Und wenn da nicht alles erreicht worden ist, dann kann es manchmal sein, dass ich dieses Ziel nochmal aufnehme oder vielleicht habe ich das Ziel auch nicht erreicht, weil es mir nicht mehr wichtig genug war und dann fällt das natürlich raus. Ja, aber dazu möchte ich gerne auch nochmal ein einzelnes gesondertes Video machen, was auch vielleicht euch ein bisschen motiviert und wir sehen uns im nächsten Video dann schon, Leute. Lasst gerne ein Abo da, bis demnächst, macht's gut, ciao, ciao.